Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen CSGO Overwatch auf Mirage. Wir haben hier einen kleinen Gauner, der keine Skins hat. What? Moment mal, warte kurz. Was haben wir früher gesagt? Keine Skins ist gleich auf jeden Fall Cheater. Ja, haben wir immer scherzhaft gesagt, aber natürlich ist das nicht wahr. Aber in Zeiten der neuen Accounts kann es eben öfter dann vorkommen, dass hier halt jemand überhaupt gar nichts am Stiesel hat. Früher haben wir immer so im Spaß gesagt, ja, ist schon merkwürdig, wenn jemand gar nichts hat, also überhaupt keine Skins am Stiesel. Aber nein, wir achten jetzt genau auf die Spielweise und gucken, was geschieht. Ich lasse das hier einfach mal stehen, ja, das passt. Heute keine Facecam, ja, ich habe sie gestern abgewurscht und jetzt gar nicht mehr dran gemacht. Ich habe jetzt, jetzt nicht mehr den Elan gehabt, noch geschwind die Cam dran zu machen. Wir gehen jetzt auch gleich weg. Ihr wisst ja, wir fahren heute in den Fresstempel, beziehungsweise in den Asia-Palast oder wie es eben, wie man es eben nennen möchte. So asiatisches Buffet mit allem drum und dran. Und da bin ich jetzt mehr oder weniger eh gerade auf dem Sprung, von daher passt es. So, was habe ich letztes Mal gedrückt? Was war das für ein Fall? Schiesel. Ist doch eine ganze Weile wieder her. Ich glaube, Was glaubt ihr, auf wen er da so schaut, wenn er da, wenn er da so guckt, wie er guckt? Der Albatross. Guck ihn dir an. Mein Junge, komm schon. Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, ich habe mich extra schon so ein bisschen ausgehungert. Ich habe es gestern im Stream schon erzählt, dass ich mich da gerne so ein bisschen aushungere, um dann richtig reinhasseln zu können. Und das ist wirklich so ein Riesenteil. Also mit einem Buffet, da kann man sich ewig dran verweilen. Und eben auch mit einer Stelle zum Anschmurgeln, zum Anbraten der ganzen Geschichten, die roh sind. Das wird ein Erlebnis. Aber ja. Jetzt erstmal noch Overwatch zu Ende machen. Von hinten kommt jemand, der müsste eigentlich im Blick gehabt. Ah ne, das ist sein Mate. Also ich will ihm jetzt nichts unterstellen, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass er einen Wallhack hat oder sowas, aber gut, ne? Mal schauen, ob die Teas das noch hinbekommen. Also zwei sind immer noch Kitchen. Ja, es ist natürlich, sofern man durch die Wand schauen kann, kein großes Problem, dementsprechend auf Kopfhöhe schon mal vorzuzielen. Ah, sind alle down schon? Ah, alle sind down. Okay, das habe ich gar nicht gemerkt. Naja. Letztes Mal habe ich, glaube ich, Vision und Aim. Ich bin mir nicht mehr sicher, was das für ein Fall war. Das ist dann doch wieder etwas länger her. Ich müsste mir das eigentlich aufschreiben. Wir haben ja hier die Abmachung, dass ich euch immer im darauffolgenden Overwatch sage, was ich gedrückt habe, damit es so ein bisschen spannend bleibt und ihr eben auch vor euch hin diskutieren könnt in den Kommentaren. Aber jetzt habe ich es irgendwie aus den Augen verloren. Naja, macht da nichts. Es ist schon krass, oder? Wie er sich so gibt. Ohne jetzt sagen zu wollen, was er hat, aber es ist schon krass, seine Spielweise. Ich wünsche mir, dass er jetzt einfach voll den Headshot bekommt. Ach, schade. Suspect, komm schon. Mach's doch jetzt nicht so. Spiel doch nicht so, wie du spielst, du Drecksack. Also, die Sache, die ich letztens angesprochen habe mit dem Overwatches anschauen für YouTube. Also von meinen eigenen Spielen, wo wir irgendwie was vermuten, dass ich da wieder reingucke oder auf ein neues reinschaue mit euch zusammen und praktisch dann diesen Herren, dann halt reporte. Das Ganze scheint aber gar nicht so einfach zu sein, beziehungsweise wurde wohl schon des Öfteren gemacht auf YouTube selbst und die YouTuber haben dann wohl Stress bekommen. Es ist halt nicht grundlos so, dass die Cheater als Suspect gekennzeichnet werden und auch die Mitspieler hier halt keine Namen haben, dass man nicht direkt zurückverfolgen kann, wer das ist. Es gibt zwar trotzdem Möglichkeiten zu schauen, wer da gecheatet hat und vor allem eben auch, ob er dann mittlerweile mal gebannt wurde. Aber so an sich im Vordergrund steht für Volvo da auf jeden Fall die Anonymität. Das ist ihnen doch wohl ganz wichtig und da haben wohl schon einige YouTuber Probleme bekommen damit. Und deswegen mache ich das lieber nicht. Dann müssen wir uns mit den normalen Overwatches begnügen. Es ist ein Lurch, oder? Es ist wirklich ein Lurch, wie er im Buche steht. Einer noch da hinten. Schade, dass er auch nicht frisst. Vorhin, wurde er überhaupt schon mal gekillt? Ah ja, schon 11 Mal, okay. Aber das ist ja noch ganz in Ordnung. Sie sind auch extrem im Rückstand, ne? Wenn ich es. Ja. Sie sind sehr im Rückstand. Also er hat da jetzt wohl, falls er was angemacht hat, möglicherweise erst spät angemacht. Und jetzt drückt er halt richtig dick rein. Ich glaube, die meisten Kills von diesen 30, die man da bei ihm sieht, die hat er jetzt erst gemacht, seitdem wir zuschauen, oder? Eben waren es 4. Die Runde davor hat er auch... Hat er
Da hat nur 2 geholt, bin mir nicht ganz sicher. Und die Runde davor wieder 4? Das ist halt einfach ein Lurch, ein verschissener Gauner. Ja, wie sieht es eigentlich bei euch aus mit solchen asiatischen Geschichten? Seid ihr da auch gerne unterwegs, also buffetmäßig? Esst ihr gerne am Buffet oder seid ihr doch lieber der à la carte Mensch, der sich das Essen lieber auf der Karte ausguckt und dann eben dementsprechend bestellt? Ich muss sagen, ich mache es echt ziemlich gerne, also so ein All-You-Can-Eat und am besten noch All-You-Can-Drink obendrauf, wo man halt dann eine Pauschale zahlt und dann so viel essen und trinken kann, wie man möchte, ohne dass das, dass das mehr wird. Also von den Kosten her. Das finde ich wirklich ziemlich nice. Boah! Endlich hat er mal genascht, der Drecksack. Endlich. Das fiel ihm gerade mal recht. Ja, aber das, guck mal da, Maple. Mit seinen 4 Kills ist da unten ganz herumdödeln. Bei den Tees sieht es ja eigentlich so mittelbrechig aus. Die scheinen ja auch wirklich ordentlich erstmal aufgeholt zu haben hier mit ihren 12 Runden, beziehungsweise aufgebaut zu haben. Auch von ihren Stats her sehen die sich alle ziemlich ähnlich. Da ist jetzt kein extremer Ausreißer dabei. Aber ja, wenn man dann halt so ein Suspect hat, wird's unangenehm mit der ganzen Chose. Ich lasse es hier stehen, hier passt es. Ja, vielleicht mache ich sie unten hin. Ich glaube, da stört es noch weniger. Ich weiß nicht, wie wichtig für euch jetzt hier diese finanziellen Sachen sind, die man... Kann ich die Maus nicht mal kurz durchgehen? Nee, kann ich nicht. Die finanziellen Sachen, die man halt da, die hier auftauchen, bei dieser unter der Null, wie wichtig das für euch ist in einem Overwatch, wahrscheinlich wenig bis gar nicht wichtig. Aber da unten verdecken wir eigentlich noch weniger, ne? Da wir den Chat eh nicht sehen können, was der schade ist, kann ich es eigentlich auch da unten lassen. So in Zukunft. Was macht er jetzt noch? Ich nehme an, das ist seine letzte Runde. Kommt das hin? Wir sind jetzt seit 7 Minuten am Aufnehmen, ja doch. Also im Schnitt 8 Minuten Länge Maximum. Das kommt doch ganz gut hin. Ich glaube, wir haben jetzt hier auch schon 6 Runden gesehen. Oder 7? Ach, das ist echt so ein Beutel. Guck ihn dir an. Ah! Wir haben gestern in unserem, war es im High Game oder im Low Game? Im Low Game, glaube ich, wurde auch predicted oder gecallt, dass wir da vielleicht einen Cheater am Start haben. Wir haben das Spiel zwar noch geholt, da war jemand dabei, der halt gerade mit MPs ziemlich abgegangen ist. Der hat immer wieder so richtig dicke Headshots gemacht, also er schießt sich mit der MP an und macht dann, also im Dauerfeuer eigentlich, 3 Headshots hintereinander, man ist einfach weg. Ich glaube, er hat eine Headshot-Quote von über 80% gehabt. Aber ja, wir haben es ja gewonnen. Also entweder haben wir ihn halt, falls er wirklich gecheatet haben sollte, dann trotzdem abgezogen, weil wir halt gerade bei City dann zu mehreren immer wieder auf ihn draufgeballert haben. Da hat er dann nicht so viele Chancen. Ja, oder es war halt einfach jemand, der sehr, sehr gut war. Der möglicherweise an dem Tag auch wieder gerade einen Downrank bekommen hat oder sowas, wie auch immer. Aber ja, es hat mich dann noch gefreut, dass wir das geholt haben. Gegen diesen vermeintlichen Cheater ist ja immer sehr angenehm, wenn jemand glaubt, es sei ein Cheater da, man gewinnt dann trotzdem, ist das immer ganz schön. Wobei das eher selten der Fall ist, dass man die Runden dann nochmal richtig schön holt, weil oftmals ist ja leider dann teamtechnisch die Luft draußen. Wenn man eine Person hat, die ganz fest davon überzeugt ist, dass da ein Cheater im Gegnerteam ist, dann wird diese Person höchstwahrscheinlich auch nicht mehr so spielen, wie sie spielen würde, wenn sie das nicht glaubt. Und so ein Call kann natürlich auch das gesamte Team oder ein Teil des Teams mit runterziehen. Andere Leute, die vielleicht schnell callen oder schnell, die leichtgläubig sind, was das angeht, die spielen dann auch direkt ein bisschen schlechter und schon hat man so einen Durchhänger. Darum hat mich das gestern gerade sehr gefreut, dass wir das noch geholt haben. Ich weiß gar nicht, ob intern im Spiel gesagt wurde, dass da jemand wohl hackt oder ob das im Chat war. Aber ja, war dann doch eine ganz angenehme Sache. So, also ich weiß schon auf jeden Fall, was ich ihm drücken werde. Ich bin gespannt, ob ihr es auch wisst, ob ihr euch auch schon entschieden habt. Wir sehen uns dann im morgigen Video wieder oder beziehungsweise am Dienstag im Livestream spätestens. Halt live wieder, von Angesicht zu Angesicht. Vielen Dank für eure Kommentare, vielen Dank für die Likes. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ach so, ja, und vielen, vielen, vielen Dank für die ganze Patreon-Action und auch für die Mitgliedschaften auf YouTube. Dankeschön, Namen kommen demnächst wieder. Ich habe jetzt gerade nicht die Sachen offen, um euch die Namen untereinander oder nacheinander vorzulesen. Deswegen, kann ich es jetzt gerade nicht machen. Dennoch, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Das ist der absolute Hammer. Macht's gut. Bis morgen. Ciao, ciao.